Lieber Stier, zum 1. des Monats hast du Sonne Quadrat Mars. Spannungsreiche Situationen können sich am Monatsanfang ergeben. In den Bereichen der Familie, Beruf, Bildung und Behörde kann man bald mit Schwierigkeiten rechnen. Es empfiehlt sich dementsprechend, die Ruhe zu bewahren und durchdachte Handlungen zu vollführen. Februar kann ein stressiger Monat sein, da es in allen Lebensbereichen eine Neuausrichtung eingetreten ist oder sogar erforderlich sein kann. Wir haben auch am 1. des Monats Venus in Wassermann eingetreten, das heißt, bis 25. Februar könntest du ein bisschen durcheinander sein, da du sehr viel zu klären oder zu erledigen hast. Gegebenenfalls werden sich manche behördliche oder berufliche Angelegenheiten in die Länge ziehen. Es kann ein bisschen dauern, bis man Klarheit in Bezug auf eine Sache hat. Zwischen 2. und 11. des Monats haben wir Venus-Konjunktion Saturn und Jupiter in Wassermann. Wenn du für eine große Firma arbeitest, wirst du dich bald entscheiden müssen, ob du dort weiterarbeiten kannst oder ob es ein beruflicher Wechsel sinnvoll wäre. Es kann auch geschehen, mein lieber Stier, dass du dabei bist, wichtige Schritte mit anderen Menschen für ein gemeinsames Ziel einzuleiten. Wir haben zwischen 10. und 11. einen Neumond in Wassermann bis Anfang März. Sind neue Entwicklungen in deinem Berufsleben möglich? Veröffentlichungen sowie Arbeit in der Öffentlichkeit sind begünstigt. Falls zutreffend, kann man die Gelegenheit nutzen, sich für eine neue Ausbildung oder Arbeitsstelle zu bewerben. Wir haben dann zwischen 12. und 17. des Monats Saturn Quadrat Uranus. Nicht alles, mein lieber Stier, was du dir vornimmst, kann dir in diesem Jahr so gelingen, wie du möchtest. Es ist notwendig, dass man sich eine klare Perspektive über Möglichkeiten und Grenzen schafft, damit man sich auf das Wesentliche konzentriert. Du hast am 18. Sonne in Fische eingetreten und das heißt, bis 20. März wirst du nicht genau wissen, wie du eine Angelegenheit am besten angehst. Bis dahin solltest du den Rat anderer Menschen suchen, die sich mit einer bestimmten Thematik gut auskennen. Wohnungs- und Familienverhältnisse lassen sich nur schwer ändern. Zwischen 19. und 20. Februar hast du Venus Quadrat Mars. Du solltest an diesen Tagen womöglich keine wichtige Initiative ergreifen, sondern abwarten, bis du im Klaren bist, wie du am besten handeln kannst. Deine zwischenmenschlichen Beziehungen sind von leidenschaftlichen Emotionen geprägt. Am 21. Merkur ist wieder direkt in Wassermann. Bis Mitte März wirst du schneller zu einem Ziel kommen. Schriftliche Formalitäten und Anfertigungen stehen ab diesem Datum unter guten Sternen. Wir haben zwischen 22. und 25. Mars Trigon Pluto. Du wirst den Mut finden, mit einem Menschen ein Thema anzusprechen, das nähere Betrachtung verdient. Am 25. haben wir Venus in Fische eingetreten. Bis 21. März wirst du dich mit anderen Menschen vernetzen und dich für ein gemeinsames Ziel einsetzen. In Sachen Liebe haben die meisten Stiere eine besonders positive Konstellation. Und dann zwischen 26. und 27. des Monats haben wir einen Vollmond in Jungfrau. Die effektive und zielgerichtete Nutzung von vorhandenen Ressourcen wird am Monatsende von besonderem Vorteil sein. Vielleicht solltest du neue Wege finden, um das Beste aus deinen Gaben herauszuholen. Mein lieber Stier, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatshoroskop für Februar. Wenn du eine persönliche Beratung brauchst, für die kommende Zeit kannst du gerne eine Beratung auf meiner Webseite buchen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir ein glückliches Februar 2021.